Hallo, nach 3 Wochen Arbeit habe ich ein neues Bild fertig. Das möchte ich Kunstinteressierten und Errol Flynn-Fans gern zeigen. Das Motiv war ein Schwarz-Weiß-Foto aus dem Jahre 1942. Sieht so aus. Ist aufgenommen an Bord seines Segelschiffs Scirocco. Und ich habe das Bild etwas anders umgesetzt. Ich habe es nicht ganz in Schwarz-Weiß gemacht, obwohl wo ich das gerne mache. Ich mache gerne Schwarz-Weiß-Motive. Ich habe es in einem Sepia-Look gemacht. Das heißt, große Teile des Bildes sind in Sepia-Farben gehalten, so wie alte Fotoaufnahmen. Bloß habe ich auch zum Beispiel den Ozean in einem tiefen Blau gemacht und habe einige kleine Farbspielchen mit eingefügt in das Bild. Ich zeige euch das jetzt mal näher. Ich sage noch ein paar Worte für meine Fans, die Englisch reden, meinem schlechten Englisch. The motif I've painted is an old black and white photograph from Errol Flynn. It's from the year 1942. This motif is from his sailing ship Scirocco. And I do this painting almost in black and white and in sepia color, like an old photograph. Only the ocean is in a deep dark blue. Gut, ich zeige euch das Bild jetzt mal. Hier, wie ihr seht, auf dem Mast in einer tollen Perspektive. Unter uns der Ozean und das Deck des Segelschiffs. Das Ganze ist ziemlich großmotivig, wie ihr seht. Also es ist kein kleines Bild. Ich hoffe, euch gefällt's. Ihr könnt mir mal eine kurze Mail schicken. Das war's. Ciao, bis zum nächsten Mal.